guten Abend und herzlich willkommen bei den Free-Headed Monkeys zu unserem heutigen Nachmittags-Abends-Talk. Teil 1 sozusagen. Ich freue mich, dass ihr alle da seid und ich freue mich ganz besonders, dass Coco heute hier ist, weil ihr müsst Coco kennenlernen. Das ist Coco. Coco macht hier auf dem Camp eine Umfrage und könnte also locker bei euch am Stand oder am Village vorbeikommen und sagen, hey, ich wollte mal fragen, wie macht ihr das mit euren zwecklosen, gebrauchten Gegenständen, euren Widerständen? Was macht ihr mit eurem Elektroschrott, den ihr hier vielleicht fabriziert oder der hier zufällig zu Elektroschrott wird? Und es wäre total toll, wenn ihr alle teilnehmt und Coco mit ganz vielen Informationen dazu unterstützt. Vielen Dank, dass du heute da bist. Ich gebe dir jetzt das Mikro. Oder auch nicht. Ja. So, erstmal herzlich willkommen. Ja, um die Uhrzeit kann man jetzt kein megavolles Zelt erwarten, aber ich finde es super, dass ihr da seid und es hoffentlich auch weitergebt. Also ich bin Coco, ich studiere an der Fernuni Hagen und mache da jetzt meine Hausarbeit im Sinne einer Feldstudie hier auf dem Camp. So, wie komme ich überhaupt auf dieses Thema? In Dingen, die wir so verbasteln in unseren PCBs oder in unseren ganzen Elektrobauteilen, ist eine ganze Menge wertvolles Zeug drin. Da ist Gold drin, Silber, massenweise Kupfer, in vielen Bauteilen sogar Palladium. Okay, seltene Erden sind auch wertvoll, aber um die zurückzugewinnen, fehlen im Moment noch die Verfahren. Aber da sind zumindest einige in der Entwicklung, die vielleicht in den nächsten Jahren das Ganze rentabel machen werden. Also das Erz von morgen, unser Müll, ist schon jetzt zu wertvoll, um sie einfach so zu entsorgen. Und es sind leider auch Schadstoffe drin. PCBs enthalten zum Beispiel Cadmium, Brom, Blei, Flammschutzmittel. Wenn die unsachgemäß entsorgt werden, zum Beispiel mit dem Hausmüll verbrannt werden, dann werden unter anderem diverse Dioxine und Furane frei, die ziemlich giftig sind. In Ländern, wo das Zeug entsorgt wird, gibt es immer mal wieder Luftschadstoffmessungen und so. Da werden dann so eine schöne Studien drauf, wie wir haben mal wieder Schwermetalle in Reis entdeckt. Ob der Sackreis umgefallen ist, weiß ich jetzt nicht. Oder dass sogar in den Staub, den man irgendwo in China aufwischt, schon extrem Schadstoffe drin sind, immer so im Umkreis von diesen Recycling- oder Entsorgungswerken. Bei uns in Europa ist natürlich immer alles besser als da drüben bei den Chinesen. Wir haben ja hier ein Sammelsystem. Wir haben ein Elektrogeräte-Sammelsystem, das schreibt doch vor, seit 2016 schon sollten, knapp die Hälfte von allen alten Elektrogeräten wieder eingesammelt werden. Wobei eingesammelt noch nicht drüber sagt, wie sie entsorgt werden. Ab diesem Jahr sollen in Europa sogar 65% aller in den letzten 3 Jahren verkauften Elektrogeräte als Schrott wieder eingesammelt werden. Jetzt kann man sich erstmal fragen, wieso messen die im 3-Jahrestakt? Also die Hersteller der Geräte, die sie hier auf den Markt bringen, die registrieren jedes einzelne Elektrogerät, das hier verkauft wird. Und dann wird beim Recyclinghof gewogen, wie viel Kilo Elektrogerät 3 Jahre später wieder eingesammelt werden. Und dann sagt man, okay, das waren jetzt so und so viel Prozent der verkauften Elektrogeräte. Man sieht schon, es ist eigentlich Quark. Viele Geräte werden länger als 3 Jahre benutzt. Ist also eh nur so eine grobe Schätzung. Und machen wir einen kleinen Faktencheck. Europa ist ja transparent. Es gibt Eurostat. Da sind alle irgendwo in Europa erfassten Statistiken veröffentlicht. Da stellt man sofort fest, in Deutschland wurden in 2016 nicht 45, sondern sogar nur 39% der geschätzten Altgeräte wieder eingesammelt. Das heißt, dieses Sammelsystem funktioniert noch nicht mal richtig. Es ist auch unzureichend, es peilt nicht einmal die Hälfte an, einzusammeln. Und wo das Zeug dann entsorgt wird, wenn die Recyclinghöfe es gesammelt haben, who cares? Und jetzt sind wir bei der nächsten Frage. In dieser Richtlinie, die das Sammelsystem vorschreibt, die redet von Geräten. Was ist nun eigentlich ein Gerät? Das ist darin nur sehr schwammig beschrieben. Elektro- und Elektronik-Altgeräte, die im Sinne des Artikels 3 Absatz 1 der Richtlinie als Abfall gelten, einschließlich aller Bauteile, da haben wir schon mal das Wort Bauteil, Unterbaugruppen und Verbrauchsmaterialien, die zum Zeitpunkt der Entledigung Teil des Produkts sind. Das heißt, wenn ich aus einer Waschmaschine einen Teil ausbaue, den Rest wegschmeiße, dann ist das ausgebaute Teil nicht mehr Gerät. Heißt aber auch, wenn man etwas selber zusammenbaut aus Bauteilen, erzeugt man zwar ein Gerät, aber das Bauteil, das verkauft wurde, war kein Gerät, war also nie registriert.
Und um den Herstellern jetzt erstmal das aufzudröseln, wie sie ihre Dinge, ihre Produkte, die sie verkaufen, überhaupt registrieren müssen, hat deren Unternehmerverband etwas ausgearbeitet, deren Juristen behaupten, Produkte wie Transistoren, Chips, Verdrahtung und so weiter sind keine Elektrogeräte, sondern Komponenten, denn die sind bestimmt für weitere Verarbeitung und nicht als Endverbraucherprodukt. Heißt, wenn man jetzt einen Bausatz kauft und den Bausatz zusammenlötet, war das beim Verkauf nicht als Elektrogerät registriert, schmeiße ich es dann aber irgendwann weg, dann wird das beim Recyclinghof zu den Elektrogeräten geschmissen und zählt da in die Statistik. Heißt, immer wenn wir was Selbstgebautes wegschmeißen, verfälschen wir die Sammelstatistik sogar nach oben. So nimmt der Wahnsinn also seinen Lauf. Elektronische Bauteile, die man irgendwo kauft, auch wenn man einen fertig eingetüteten Bausatz kauft, sind keine Elektrogeräte, sie sind aber allgemeiner Sondermüll. Das Rücknahmesystem der EU greift damit also theoretisch nicht, obwohl das natürlich niemand unterscheiden kann, wenn er beim Mediamarkt in diese Müllrückgabebox reinschmeiße, weiß ja niemand, ob ich selber zusammengebaut habe oder nicht. Das heißt, dieses ganze Statistiken und das ganze Sammelsystem beißt sich hier so ein bisschen selbst in den Schwanz. Um das nochmal zu rekapitulieren, wie die gesetzliche Regelung hier bei uns ist: Entsorgungsträger, meistens ist das der kommunale Abfallentsorgungsverband, muss Sammelstellen einrichten. Normalerweise sind das die Recyclinghöfe. Händler mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 Quadratmetern für Elektrogeräte sind verpflichtet, also kleine Geräte, die an keiner Seite länger als 25 cm sind, zurückzunehmen. Ja, außer man kauft ein Neugerät, dann müssen sie das Altgerät zurücknehmen. Man sieht das ja manchmal in größeren Supermärkten, große Kaufland-Filialen und so, die haben seit ein paar Jahren diese Sammelbox mit so einem ganz, ganz kleinen Einwurfschlitz für Elektro-Kleingeräte. Zugegeben, ich habe da auch schon Drucker reingeschmissen, vorher kleingekloppt, Tüte reingeschüttet, hat mich nie einer aus dem Laden geschmissen. Aber rein theoretisch könnten die einen aus dem Laden schmeißen, wenn man was Selbstgelötetes da reinschmeißt, wobei die das natürlich überhaupt nicht erkennen. Und rein theoretisch dürfen Wertstoffhöfe Hardware-Hacking-Müll als Sondermüll annehmen, aber nicht auf die Sammelquote anrechnen, wobei man das, wie gesagt, überhaupt nicht trennen kann, weil diese Komponenten beim Kauf nicht als Geräte registriert wurden. Man sieht schon, das europäische Abfallrecht ist an dieser Stelle so ein bisschen absurd. Aber wie gesagt, kloppt euren Schrott klein, schmeißt ihn in die Rückgabebox, 25 cm Kantenlänge und dann muss es zurückgenommen werden. Aber wir sind ja hier auf dem Camp und nicht bei Aldi. Der nächste Ort ist 7,5 Kilometer weg. Wir haben alle eine begrenzte Transportkapazität. Viele sind mit dem Fahrrad oder sogar mit der Bahn hier. Und für alles, was hier auf dem Camp weggeschmissen wird, bezahlt der Club die Entsorgung. Deswegen haben wir hier auch keine richtige Mülltrennung, weil das wäre dann noch aufwendiger von der Logistik her. Das heißt, jeder, der hier mit Hardware bastelt, ist selbst dafür verantwortlich, alles, was ihm verbrennt oder was sonst viel loswerden will, ja, selbst zu managen. Und da beginnt dann auch schon die große Frage: Wie handelt ihr das? Und jetzt könnt ihr mich zurückfragen, was geht denn dich das an? Und darum möchte ich noch mal kurz erklären, was mich das angeht, warum ich mir einbilde, dass mich das was angeht. Also ich studiere an der Fernuni Hagen schon sehr, sehr lange, habe da meinen Master in Informatik gemacht. Und weil das so Spaß gemacht hat, fange ich jetzt gleich den nächsten Master an oder habe ihn inzwischen auch fast durch, in interdisziplinäre Umweltwissenschaften. Das Fach ist jetzt nicht so bekannt. Darum möchte ich nicht nur Werbung für Fernstudien machen, Fernuni macht echt Spaß, sondern auch speziell für diesen Studiengang. Umweltwissenschaften sind eigentlich alle Wissenschaften, die sich irgendwie mit der Welt da draußen befassen. Also mit der Welt, die wir für dieses Camp mal betreten, bevor wir uns wieder in unsere Keller zurückziehen. Das hat drei Bereiche. Erstmal den Bereich der Natur- und Ingenieurwissenschaften, auf den hier wahrscheinlich die meisten Leute kommen. Dann haben wir Klimawissenschaft, Umweltchemie, Frische und Abwasser, Abfallwirtschaft, Energieversorgung. Und dann gibt es noch einen zweiten Bereich, den rechts- und sozial- und wirtschaftswissenschaftlichen Bereich. Da lernt man dann so schöne Dinge wie Nachhaltigkeitsmanagement, Umweltpolitik, Umweltpsychologie, Recht und so weiter. Und dann kommt der gemeine Bereich, das ist der interdisziplinäre. Da hat man dann Module, wo man das Ganze zusammenfügen muss. Zum Beispiel wie Standortentwicklung, wenn man jetzt eine Stadt entwickelt, dann muss ich einerseits was
über Bauen, Rohre, Strom und so weiter wissen, aber auch was über die Menschen, die da drin wohnen. Genauso wie bei der Mobilität. Nicht nur, wie baue ich schöne Fahrzeuge, wie bringe ich die Menschen auch dazu, dann die Öffis zu benutzen. Das sind also Module, die in mehrere Wissenschaften aus mehreren Feldern dann reinspielen. In diesen interdisziplinären Bereichen muss am Ende auch die Masterarbeit geschrieben werden, möglichst breit fächerübergreifend. Aber das Gemeine daran, die klopfen vorher ab, ob man in dem Bereich, aus dem man nicht kommt, überhaupt arbeiten kann. Das heißt, alle, die in einem Erststudium eine Geistes- oder Sozialwissenschaft hatten, müssen eine ingenieurswissenschaftliche Hausarbeit machen. Ich komme nun leider aus dem MINT-Bereich und muss deswegen eine sozialwissenschaftliche Arbeit schreiben. Ich dachte, oh Mist, ich wollte in dieser Zeit aber eigentlich lieber hier zum Camp. Dann fahre ich halt dahin und erforsche das Camp, habe mir als Bereich die Umweltpsychologie ausgesucht und rede jetzt mit Nerds. Ich versuche es zumindest. Also werde ich jetzt hier so durch die Villages strummern, Leute ansprechen, fragen, bastelst du hier, was machst du hier mit deinem Müll? Weißt du, wie es richtig geht, wie machst du das zu Hause? Was hast du für Ideen, wie wir das Entsorgen hier erleichtern können? Ideen nehme ich immer gerne auf, gebe ich dann auch weiter an C3 Sustainability, dass wir vielleicht auf dem nächsten Camp ein schönes entweder Ordnungsabstrittssystem oder wirklich Sammelstellen und Entsorgungssystem, je nachdem, was die Menschen eher wünschen, aufbauen können. Und wie gesagt, es gibt bei mir keine falschen Antworten. Selbst wenn ihr ungenutzte Mikrochips euren Nachbarn ins Müsli mischt, könnt ihr mir sagen, ich sag's dem Nachbarn nicht. Ich petze es auch nirgendwo. Wenn ihr alles richtig macht, könnt ihr natürlich auch damit vor mir angeben. Ich streichel euch dann dafür. Und natürlich bin ich immer offen für eure Ideen, was Leute hier motivieren kann, noch sauberer mit dem Kram umzugehen. Dass auch nicht mal eben so ein paar alte Bauteile hier ins Gras geraschelt werden. Nächste Regen spült das dann schon weg. Nur da dieses Rumkurven und Leute belästigen, erstmal Leute belästigt und vielleicht auch nicht immer zu den richtigen interessierten Menschen führt, wäre es noch viel geiler, wenn ihr euch bei mir meldet. Also wenn ihr hier irgendwas mit Hardware frickelt, was lötet oder an den Lötworkshops, gibt ihr wirklich tolle Workshops, teilnehmt und dann irgendwie was übrig bleibt, was ihr verbrannt habt oder was ihr jetzt gelötet habt und doch nicht haben wollt, und mir erzählen wollt, wie ihr damit umgeht, kommt auf mich zu. Wenn ihr möchtet, gebe ich euch eine Matte aus. An der Mainbar ist es zwar leider laut, aber wir gehen ja von da irgendwo hin, wo man reden kann. Ihr könnt mich kontaktieren. Entweder ihr fangt mich hier gleich ab. Ihr erreicht mich über die einschlägigen Social Networks oder über Stacked. Wenn ihr lieber verschlüsselt seid, dann auch natürlich auch über Streamer oder ganz klassisch über Mail. Und ja, mir habe ich hierzu auch eigentlich gar nichts zu sagen. Ich erkläre euch auch gerne, wie Fernuni Hagen funktioniert, wenn ihr nochmal studieren wollt. Okay, dann Fragen los oder Fragen nachher einzeln, sondern ansonsten frage ich euch. Aber schön, dass ihr da wart.